Wunderschön. Ja, tolle Busfahrt hier. Mittlerweile ist die Sonne aufgegangen, ist schön hell. Der Zug wieder mal hier in Rudig. Auf allen YouTube. Heute wird es schon live Facebook. Wir haben jetzt die Jumate und frühstück jetzt erstmal. Der Ferrari. Ach nee, Lamborghini. Donnerstag, 21. Geil. Scheiße, schönes Auto, wir haben. Wie kann ich helfen? Hey Siri. Guten Morgen. Guten Morgen, Siri. Wie geht's dir denn? Hey Siri. Kannst du mir den Ferrari kaufen, bitte? Hey Siri. Kannst du mir bitte Ferrari kaufen? Da hast du keinen Bock, wa? Da natürlich ist er ganz leise, Siri, wa? Aber wenn ich weiß nicht, über mich überwachen die ganze Zeit kannst du. Aber ein bisschen Geld oder Ferrari schicken, hast du keinen Bock. Sonne. Alles voll. Ringmann. Wir checken jetzt mal kurz die Lage. Vor 100. Ich bin ein bisschen müde, wie gesagt. Ich will schlafen. Also, Ütauer steht noch. Der Oleg ist weg. Hier ist schon nur das Feld, in dem wir gerade fahren. Und jetzt machen wir mal wieder eine Minute beten für Weltfrieden. So, 100. Läuft, wie immer. 24 Stunden lang fahren die Autos lang. Okay, und los geht's. Alle wie gesagt mitmachen, eine Minute, gleich geht's los. Gut gemacht. Danke, lieber Gott, für diesen wunderschönen Tag. Hab's lieb, lieber Gott. Gute Nacht, ciao. Schönen Tag dir, ciao. America, fuck yeah. Coming again to save the motherfucking day, yeah. America, fuck yeah. Freedom is the only way. Ага, может, еще, блядь, без рук можно? Wunderschöner Tag heute. Oh, die Sonne ballert. 10 Grad oder 11 Grad. Grün, so ja, perfekt. Oh, ist schön. Das fühlt sich an wie Frühling. Das sieht geil. Ich habe nicht meine Jacke an, ich habe nur mein Hertha-Trikot an. Und meine dünne Jacke hier von der Buskram, wo ich mal gearbeitet habe. Und bin jetzt hier in Friedenau. Ich habe jetzt gleich ein Meeting hier mit welchen, die mit mir treffen wollten, Mittagessen. Die wollten mit mir über Religion quatschen, finde ich gut. Über Jesus wollten sie reden, bin ich dabei. Und genau, jetzt kommt die S-Bahn aber erst in 8 Minuten, also habe ich noch ein bisschen Zeit und kann die Sonne genießen. Gut, dann mache ich nochmal eine Minute beten und atmen für Weltfrieden. Könnt ihr gerne mitmachen.
Oh, das ist eine Leidenschaft. Mega. Ja. Nee, Siri, du kannst gerade überhaupt nicht helfen. Ich habe ja nicht mehr was gesagt. Das hat doch mich zu nerven hier. Wollte ich mir für euch die Kontakte geben? Ich habe nicht mehr was gesagt, Siri. Was soll denn die Kacke? 6 Minuten reicht noch bis zur S-Bahn. Also das Schöne ist an der Apple Watch, dass du das, wenn du so eine Atemübung machst, dass sie das auch noch, du spürst das. Du musst nicht mal, ich habe gerade die Augen zugemacht und nur die Sonne hier genossen. Und ich habe trotzdem an so einen Impuls gemerkt, wann diese Minute um war. Also ich konnte einfach fast schlafen und kurz nur für mich sein und nachdenken und beten. Und die Uhr hat mir gesagt, wann die Zeit um ist. Egal. Machen wir gleich nochmal. Ich habe noch 6 Minuten. So, Siri hält jetzt die Schnauze, ich muss mich hier konzentrieren. So, wie er schafft. 6 Minuten. Mega. Wie spät haben wir das jetzt? Noch 4 Minuten. Okay. Oh, toller Tag, du kannst bleiben. Ich freue mich schon, ja? Also, ich habe vorhin auch mit der mit den Blutaugen telefoniert und geschrieben, WhatsApp. Ich will mir vielleicht helfen. Ganz tolle, wunderschöne Frau, die ich im KitKat mal kennengelernt habe. Da hat sie so blutrote Augen geschminkt. Ganz tolles Mädchen. Ich finde sie wunderschön. Ganz toller Super Angel. Aber ich kenne sie nicht weiter. Ist nur so ein Gefühl. Und jetzt geht's zum Mittagessen. Und mal gucken, wie die weiter geht. Ich hab euch lieb und bis später. Genau, 21.01.2021. Wir machen jetzt mal Abschied. Wir haben jetzt ganz viel gequatscht. Also, du wolltest jetzt noch mal was sagen über Gott, Seele, Leib, Mensch? Genau. Die Menschen, die Bibel zeigt, dass die Menschen haben drei Teile: ja. Leib, Seele und Geist. Okay. Okay. Seele und Geist sind getrennt. Warum? Sie getrennt. Die Bibel sagt uns so. Okay. Ja. Aber die Menschen verstehen nicht, nee, was ist der Unterschied. Nicht. Genau. 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 Deswegen, wir müssen Bibel lesen und wissen, oh, Geist und Seele sind verschiedene Organe. Ich dachte, es ist dasselbe. Ja, genau. Ich verstehe. Ja. Deswegen, deshalb, wir brauchen etwas beibringen von. Wo ist der Unterschied zwischen Geist und Seele? Das ist schwierig zu erklären, ne? Geht nicht so einfach, ne? Aber momentan vielleicht. Aber zuerst, ich sage nur, Gott möchte in uns hineinkommen. Gott möchte in den Geist. In den Geist, genau. In nicht in die Seele. Nicht in den, aber später in den Seele. Okay, genau. Aber zuerst in den Geist. Aha. Das bedeutet Errettung. Du bist gerettet. Durch Jesus Christus. Durch Jesus. Wenn Jesus Christus ist Gott. Wenn er in deinen Geist hineinkommt. Jesus Christus ist Gott. Ist Gott, genau. Okay. Jesus Christus ist Gott. Wenn er kommt in deinen Geist, dann du bist gerettet. Okay. Ja. Und das kriegt nicht jeder Mensch, wa? Nur wer es verdient. Das kriegt nicht jeder Mensch, ja. Kriegt nicht jeder Mensch. Aber ich sage, eine Bruder hat mich angerufen. Geh mal schon an. Oder soll ich jetzt, muss ich gehen? Oder? Habt ihr Termine noch? Habt ihr Termine? Muss ich los? Nein. Okay. Später. Der Ruf geht auch was von, ich hab Zeit. Aber ja, nochmal kurz was Interessantes, du hast mal gesagt, also das Wasser ist eigentlich nur für Menschen, die gesündigt haben. Die Durstig. Ja, genau, Kommentar, die gesündigt haben. Weil ich ja. denke immer so, ich habe immer gesagt, so, das Wasser ist nur für die Menschen, die es verdienen oder die ein reines Herz haben. Nur die kriegen Wasser, dachte ich. Aber du hast gerade das Gegenteil gesagt. Mhm. Die Menschen, die sündigen oder böse sind, die bekommen das Wasser. Genau. Und ein guter Mensch mit reines Herz braucht eigentlich kein Wasser. Genau. Der kriegt die Wasser haben.
Geil. Sie haben schon, oh, sie haben das Wasser von alleine. Genau. Ach so, das ist ein interessanter Gedanke. Muss ich mir mal merken. Ist das immer so? Also einer, der ganz zu Jesus Christus gehört, der braucht kein Wasser. Der ich brauche nicht so viel Wasser. Wenig Wasser nur. Weil er hat keinen Durst mehr plötzlich. Genau, als Horn von seiner Durst ab. Ja. Bei mir ist manchmal auch so. Manchmal ich habe Hunger. Ha? Ich habe Hunger und dann wieder doch kein Hunger. Dann habe ich manchmal Durst und dann doch kein Durst. Manchmal ist es so. Es wechselt. Ah, okay. Kennst du das auch manchmal? Du hast erst Durst. Aha. Und plötzlich ist der Durst weg. Genau. Dann hast du manchmal Hunger, richtig doll Hunger. Aha. Und dann steht das Essen auf dem Tisch. Kein Hunger mehr. Kennst du das? Okay. Hast du es mal erlebt? Ja, an deinem Körper? Bei mir ist das manchmal so. Okay. Du hast richtig Hunger, du willst viel essen. Und plötzlich ist der Hunger weg. Genau. Und du weißt nicht warum. Komisch, oder? Ja, hier komme ich. So, ja, Logbuch-Eintrag von meinem Tagebuch. Ich habe gerade ein bisschen was gemacht, Fußball gespielt. Also, 21.01.2021, 13.40 war Mittagessen hier bei einem asiatischen, gläubigen Freund hier. Ich lese mal ganz fleißig in der Bibel. Und die haben mich zum Mittagessen eingeladen. War richtig lecker. Asiatisch, taiwanisch, chinesisch. War schön. Guck mal da hinten, haben wir hier Essen. Und jetzt bring ich nochmal mein Getränk hier zu dem Edeka hier weg. Ich musste erstmal mich orientieren, wo ich überhaupt bin. Bin hier jetzt genau und jetzt gehe ich nach Hause. Und ich habe Flyer gerade im Druck gegeben. Ich habe eine Apple auf dem Boden, zwei Apple. Und was würde ich sagen? Flyer habe ich in Druck gegeben. Und jetzt geht's weiter. Wurde Werbung machen. Ich wollte euch noch, wir haben interessante Gespräche gehabt über Gott und die Welt und Jesus gequatscht. Ich wollte noch ein paar Sachen dazu sagen. Kommt doch im nächsten Video. 380er, wo fährt denn der hin? Schöne Jacke. Und da habe ich immer gesehen, wenn ich hier lang gucke, wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Friedhof. Aber ich wollte Feuerbachstraße, ich wollte die Flyer abholen. Und ich sehe mal, das Schild ist doch Michael Kuhr, der hier seinen Sitz hört. So, das ist die Sicherheit. Also ja, Michael, cool, wenn Sie das Video sehen, so, ich freue mich schon, wenn Sie mithelfen beim Change Today. Wenn wir noch Geld haben, würden wir gerne Sie buchen. Aber hier ist ein Blick, das ist Michael Kuhr und Herr Achmed Rohr mit, da so als Stars oder so kommen. Das wäre toll, da würde ich auch Geld für bezahlen, wenn ich noch hätte, würde ich die einladen. Muss noch ein bisschen Geld sparen, schaffen wir schon. Golden Brown. Alles abgeschlossen. Pause. Naja. Ja. Gut, aber 13 Grad, das ist richtig angenehm gerade, richtig angenehm. Ein bisschen Kopfschmerzen. So, Feuerwehr. Ich muss noch mal schon bei dem Restaurant hängen, weil hier der, ich sag mir jetzt nicht seinen Namen, aber der Freund, mit dem ich irgendwie anscheinend Streit habe oder auch nicht, ich weiß es nicht, der war früher hier der Besitzer. Das hieß, dieses Restaurant hier hieß auch so wie der Typ. Das hieß früher Nikos. Ja, tatsächlich echt, das Restaurant nach sich selbst benannt dort. Ja. Und jetzt der Golden Brown. Und ich war schon mit Marina auch schon mal hier essen und so, sehr lecker. Mit Buffet und so. Genau. Wollt ihr sonst noch? Kurz die Flyer da vorne. Grünes Fahrrad hat der hier. Grünes Fahrrad, grüne Kapuze, hier ist die S1, kommt mal wieder. Hinten sieht er den Fernsehturm. Ganz weit weg am Himmel. Am Horizont meine ich. Und hier ist der Ü-Tor. Und jetzt zeigt euch die Fühl und kommt gleich in die Witter. Zeigt die Watch aber nicht an. Und es ist ein bisschen kalt, ich habe Kopfschmerzen. Und ich gehe ins Bett. Oh, das ist ein Hund. Voll süß. Das ist ja eigentlich, dass ich immer Kopfschmerzen habe oder so. So. Also ich bin jetzt hier. Noch 4 Minuten bis zur S-Bahn. Die nächste kommt hier, die S1. Hört ihr mich gut oder ist es zu windig? Keine Ahnung. Ich war jetzt hier bei Print 7 und hab ganz viele Flyer gedrückt. 400 Stück. Für 10 Euro. Ja. Ja. Oh, macht da jemand? Also, gleich geht's los. Ich hab noch ganz viel zu sagen, aber ich mache jetzt zu Hause, wenn es ein bisschen windstiller ist, wa? Der Ü-Tower. Also ich mache jetzt gleich einen Cut und dann zu Hause. Hab noch ein bisschen Redebedarf. Aber ihr könnt ja noch mal eine Minute beten mit euch, wa? Ich hab ja noch 3 Minuten, kommt die S-Bahn, dann machen wir noch mal beten.
So. Habe ich schon 7 Minuten gebetet. Sehr gut. Dann kommt die S-Bahn. 2 Minuten. Ah, ich lasse die Kamera mal laufen. Nehmen wir mal mit hier. Tschüss, Eta. Das ist ein Schild hier am Boden. Pfandflasche. Polizei löst Hochzeitsfeier auf. Wieso denn das? Aus der anderen Seite. Einen schwierigen Punkt zu finden in Berlin, wo du in Ruhe filmen kannst, eine schöne, spannende, actiongeladene Szene hast für die Follower und viel Spaß und so und die Leute lachen, aber du musst natürlich, darfst die Menschen nicht filmen, du musst sie vorher um Erlaubnis fragen, höchstens so vom Weiten kannst du mal kurz ein paar filmen, aber keiner will mit Nahaufnahme im Fernsehen sein, will keiner, manche wollen, aber die musst du erst fragen, halt, wie gesagt. Bist du Edeka? Naja. Ist immer schwierig für mich. Weil ich habe keinen Bock, zum Beispiel lange Videos zu drehen. Und dann muss ich halt löschen, weil irgendein Schwachmat meint, er will nicht ins Fernsehen. Und dann muss ich das ganze Video löschen. So, finde ich ganz schlimm. Da raste ich richtig aus. Habe ich schon öfters mal. Ein paar Patienten, die sich bei mir angerufen haben und sagen: Ich will doch nicht sein in deinem Video. Bitte löscht es nur, ich hab Angst. Die ganzen Hater, sie kommen und ärgern mich dann. Löscht bitte das Video. Kann man hier runtergehen? Ist ja viel Müll hier, oder? So, ich bin ja so ein S-Bahn-Fan. Die S1 nach Oranienburg. Ich mach jetzt mal so einen Cut, oder? So, jetzt reicht's. Oh, Graffiti. Egal, ich glaube, es reicht. Oh, scheiße. So, Leute. Alle hübschen Mädels, meiner, aber auch Jungs hier. Flyer-Alarm, jetzt geht's los. Ja, ersten Flyer sind da, 400 Stück. Aber ich muss mich jetzt erstmal kurz konzentrieren. Ich habe draußen einen Pfandbon eben gerade gefunden. Mit 4,25 €. Bei mir um die Ecke Lidl. Wir gleich mal versuchen einzulösen. Hört, lag auf dem Boden. Okay, also wenn ihr Lust habt, mir beim Flyer zu helfen, ruft mich an. Ich muss mich kurz sammeln, ich muss eine Tagung machen, ich habe jetzt viel zu erzählen noch. Ich habe jetzt schon meinen Kopf. Aber später. Geh erstmal kurz zu Lidl. Hol mir einen Booster. Okay, bis später. Wie gesagt, das ist jetzt kein Fake, keine Verarschung. Ich schwöre euch, ich habe diesen Pfandbon gefunden. Ich habe mir jetzt erstmal irgendeinen Schwachsinn aus dem Lidl geholt. Fake, weil ich kriege beim Angebot. Pfirsichsaft, habe schon lange nicht mehr getrunken. Ein King Kong Booster, eine Mate, eine Würzsoße und ein Smoothie. Ja, von gefundenen Geld. Kein Scheiß, ich verarsche euch nicht. Ich habe sonst finde ich wirklich selten. Ich habe eben mal 50-Euro-Schein gefunden in meinem Leben. Und mal eben mal die Wonnen bisher. Aber wirklich in meinem ganzen Leben, 35 Jahre, habe ich fast nie wirklich Geld gefunden oder sowas. Selten, ganz selten. Und heute ist mein Glückstag wohl. Also bis jetzt. Ich hoffe es. So, ich hole mir gleich meinen Vater ab. Und dann, genau, von Arbeit irgendwie bringe ich mal einen Flyer vorbei und wir quatschen später. Freiheit, Brandenburger Tor, 15:32, 11 Grad, ich habe noch 13 Minuten Zeit. Guck, ob ich den Tag hoch mache, oder? Wollen wir hier gerade nicht los, dann kann ich auch ein bisschen, weil ich habe noch ganz viel Redebedarf. Also Achtung, liebe Follower, jetzt kommt wieder langweilige Tagebuch, private Probleme, weil ich gerade so erlebt habe.
könnt ihr jetzt gerne vorspulen, wegschalten. Aber es sind jetzt ein paar Sachen, die mir wichtig sind. Kommt jetzt. Also, was gerade passiert? Es ist 15:32 Uhr. Alle mögliche. Ich war heute zum Beispiel schon bei diesen Gläubigen, die ich gar nicht so weit kenne. Die sind so, so eine WhatsApp-Gruppe mit dabei. Die stehen da immer manchmal so mit einer Bibel vor dem Esmeralda Friede Nord. Und ich fand es immer interessant, weil ich ja auch christlich bin, getauft und so weiter. Und weil ich natürlich daran glaube, auch an Jesus Christus. Aber ich verstehe immer nicht, wenn denn Menschen ihr Leben damit sozusagen, also mit einer Bibel, so wie vor dem Bahnhof stehen, und fremde Menschen denn da ansprechen und sagen, sie sollen eine Bibel lesen. Und die Bibel geht immer dahin und will dann immer von den Menschen wissen, warum die so sind. Mich interessiert das. Warum sind sie so krass gläubig? Warum glauben die so stark an Jesus Christus? Wo kommt dieser Glauben her? Ich will genau wissen. Interessiert mich. Und haben die mich tatsächlich heute zum Essen eingeladen? Chinesisch essen, asiatisch aus Taiwan essen, mit Familie, mit 2 Kindern. War ganz nett. War richtig cool. Trotzdem habe ich aber im Gespräch immer noch nicht ganz verstanden, warum der Herr, also die Familie, so stark glaubt. Ich habe es noch nicht ganz kapiert. Wir haben uns jetzt ein paar Mal erst getroffen. Vielleicht verstehe ich es ein bisschen später. Ein bisschen habe ich es kapiert. Ja, es ist halt anders aufgewachsen als ich. Ich habe denen wieder erzählt. Die wollen immer meine Erlebnisse erzählen. Dann will ich jetzt schon wieder erzählen. Ich habe dann genau und in Ruhe das nochmal erzählt, was mir da 2017 passiert ist und warum ich überhaupt zum Glauben gekommen bin. Das wollen die mal ganz genau wissen, und danach verstehen sie mich auch besser. Was ist denn los? Kameras überall. Irgendwas, ne? Irgendwas wichtig ist da gar nicht. Pressekonferenz. Irgendwas ist da los. Genau. Na jedenfalls, was war da noch? Ich habe denen in den Gespräch gesagt, was ich vermute ist, weil bei denen, die wurden indoktriniert. Das ist so ein Erzieherfachbegriff, den ich da in der Erzieherausbildung gelernt habe. Und die konnten natürlich noch nicht so gut, konnten nicht so gut Deutsch. Eine grüne Mütze, ja. Grüne Mütze. Also die können nicht perfektes Deutsch wie ich, sondern die haben Akzent, verstehen alle gut auf Deutsch, aber können natürlich nicht so fließend Deutsch sprechen wie ich. Wenn ich da so ein Fremdwort benutze, wie indoktrinieren, weiß ich nicht. Aber ich glaube, er hat es verstanden, was das bedeutet. Willst du mal kurz auch für neue oder jüngere Follower, Kinder oder so, die das Video hier sehen, nochmal erklären, wie ich das verstehe. Indoktrinieren ist etwas, was Menschen zum Beispiel mit Kindern machen, aber auch mit Erwachsenen, bedeutet in meinen Augen, einen Menschen so lange etwas ins Gehirn trichtern, bis dieser Mensch das annimmt, was ihm dabei gebracht wird oder was er lernen soll. Oder wie sieht was. Auch wenn es der letzte Schwachsinn ist. Das ist Indoktrinieren. Zum Beispiel als sehr schlimmes, krasses, negatives Beispiel ist ein Terrorist. Terrorattentäter. Der kriegt da in Mexiko, wo er kommt, von den bösen Menschen indoktriniert, dass es richtig ist, sich selbst umzubringen und Terroranschlag zu machen. Dieser Terrorist glaubt durch diese Indoktrination, dass das, was er tut, richtig ist. Er ist fest davon überzeugt. Meistens auch mit Drogen und so, mit irgendwelchen Medikamenten oder so. Werden diese Menschen manipuliert, indoktriniert. So, und bei so Gläubigen ist es dann manchmal so, dass es natürlich nicht ganz so schlimm ist. Aber ich habe halt manchmal so das Gefühl, dass die so dolle indoktriniert wurden mit Religion, dass es das Zentrum ihres Lebens ist. Also all ihre Lebenszeit oder die meiste ihrer Lebenszeit beschäftigen sie sich mit Religion und mit Gott und mit Jesus. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, keine Ahnung. Wenn sie glücklich sind damit, dann ist das ja okay. Wenn es allerdings durch dann schon so in Richtung Sekte geht und die den ganzen Tag nur noch in der Bibel lesen, und dann ist es nicht so gut. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe dann versucht, meine Meinung zu sagen, und wir müssen uns dann am anderen Mal treffen. Und er hat dann gleich mit jemand anderem noch ein Telefongespräch gemacht und hat auch wieder in der Bibel gelesen, und dann haben sie Verse vorgelesen. Und er hat mir das auch gut erklärt, wie er das so sieht mit der Bibel. Und ein paar Sachen waren interessant in dem Gespräch. Kann ich auch mal vielleicht hier hinschneiden oder so, was er gesagt hat. Er wollte nicht ins Internet, er wollte also nicht aufgenommen werden, aber ich habe seine Stimme aufgenommen, was er gesagt hat. Ich habe eine Frage gehabt. Weil ich habe ihnen von meinem Erlebnis erzählt mit dem Wasser. Das habe ich auch schon ganz oft erzählt. In den einen Tag. Oh, musste mein Vater gleich. Der kommt gleich da raus. In den einen Tag
hatte ich ja, konnte ich meinen Arm nicht mehr bewegen und habe kein Wasser mehr bekommen. Wie so eine Lektion fürs Leben vom lieben Gott. Ja, ich habe kein Wasser mehr bekommen. Und deswegen bin ich der Meinung, aufgrund dieses Erlebnisses, habe ich dann zu ihm so gesagt, der liebe Gott hat den Menschen so viel Wasser unendlich geschenkt. So viel Wasser unendlich. Bin ich so der Meinung. Und wenn sie zum Beispiel böse sind und sündigen, so wie ich damals, habe ein bisschen gesündigt, dann kriegen sie kein Wasser mehr, würde ich sagen. Dann verdursten sie fast. So wie Jesus Christus oder so was. Eine Strafe. So habe ich es verstanden. Und dann sagte der sehr gläubige Mensch zu mir, dass er genau andersrum ist. Die Menschen, die sündigen, die bekommen Wasser. Und die Menschen, die ein reines Herz haben und fest an Jesus Christus glauben, die brauchen kein Wasser, hat er gesagt. Oder weniger Wasser. Die haben nicht so viel Durst. Da war ich erstmal ein bisschen irritiert. War gut, was er gesagt hat. Genau. Jetzt muss ich mal los. Ich wollte noch mal einen Sender erzählen, ein bisschen Zeit habe ich noch. Und zwar am Bahnhof Friedenau war jetzt schon das zweite Mal so ein Typ. Warte, du, jetzt passt nicht zu dem Video. Aber so ein Typ, der jedes Mal mit mir kämpfen will. So ein Vollpfosten, der wahrscheinlich immer mit mir streiten will. Und das hat mich geärgert. Ich habe mich aufgeregt. Ich habe den bei Lido jetzt wieder getroffen, wollte er sich wieder mit mir kämpfen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Und da wollte ich kurz was sagen, weil mein kurz mein Cut, ich muss kurz meinen Arm auf. Aber ich darf was sagen, oder? Ich würde sagen, also das sind jetzt alle Namen der Politiker drauf. Die gegen das an diesem Tag. Ja. Jetzt vor kurzem. Und die sind sozusagen böse. Oder haben Fehler gemacht. Ja, weil ich aber nur für mich. Nur, ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, was es ist. Ich frage ja nach. Also. Sehr gut. Feierabend. Und jetzt geht's zur Friedrichstraße. Schön aus. Überall, um Gottes Willen. Ey, ich filme dich ja nicht. Also ich hab jetzt so, ich filme nicht dich, ich filme nur die Landschaft. So, ja? Also wir sind einfach jetzt hier. Und ich hab nur eine Frage, also pass auf. Ich war am Bahnhof, Friedenau, und hab zweite Mal jetzt in Typen gekommen. Wenn man nicht so schnell, und dann langsamer. Auf ein bisschen langsamer. Oder musst du halt eigentlich oder was? Meine Bahn? Ich war, musst du jetzt die nächste nehmen oder was? Hast du eigentlich oder was? Also pass auf. Da war ein Typ, der gestern oder so schon gesehen mit seiner Freundin. Und kennst du das? Ich kam viel noch runter, er läuft mit seiner Freundin und ich gucke natürlich so in die Gegend und gucke mir mal Frauen an. Hab sie auch angeguckt, wa? Er guckt mich an und macht diese typische, was Männer dann immer machen, und guckst du so. So, und ich hab noch nicht mal was gesagt. Und etwa so meine Größe, mein Gewicht, wo ich dir dann gesagt habe, den hätte ich umgeliebt. So, aber natürlich, ich bin ja der Letzte, der kämpft oder so weiter. Aber bei dem habe ich gesagt, ich so, willst du denn? Ich habe nicht mal mit ihm geredet, ich habe keinen Ton gesagt. So, dann bin ich hin und dann will er sofort mit mir kämpfen. Kennst du so? Hast du das auch schon mal erlebt, dass du ein fremder Typ, den du noch nie gesehen hast, du siehst ihn 3 Sekunden, er denkt, dass du seine Olle anmachst und dann will er mit dir sofort kämpfen. Da ist die Faust schon drin. Du würdest dann sofort zuschlagen, ja? Also heute war ich auch hier zum zweiten Mal jetzt getroffen bei Lidl, der wohnt wohl in Friedenau. Ein kleiner, schmächtiger, etwa meine Größe, 1,70, kaputtes Gesicht, sieht aus wie so ein Computer-Nerd oder so. Und ich hab dann so meine Taschen fallen lassen und hab sie mir gesagt, was willst du denn, willst du jetzt wirklich dich beschlagen? Es gibt Menschen, die ein Alkoholproblem haben, die ein Drogenproblem, das geht auf die Psyche. Und es gibt eine Krankheit, die nennt sich... wie hat sie zu mir gesagt, die Psychiaterin mal? Macke. Nein, nicht Macke. Das ist ein bestimmter Ausdruck. Hirnkrank. Nee, der Sieger oder so ähnlich hat er sie ausgedrückt. Aggressivitätssyndrom oder sowas. Das ist ein bestimmter Ausdruck. Okay, ein Fachbegriff. Immer der Stärkste sein. Okay. Und auch zeigen. So ein Männermacke. Ja. Ein Gladiator. Genau, die so war das auch. Ja, und das ist eine Krankheit. Egal, ob das so ein Trainer ist, ob der 2 Meter groß ist, die wollen. Ja. Die wollen kämpfen. Ich musste mich jedenfalls jetzt ganz stark zurückhalten. Ich bin jetzt auf ihn zu, habe ihn angebrüllt, habe gesagt... Da gibt es 2 Sachen, was du machst. Zwei Sachen. Entweder du hast das richtig gemacht, drehst dich um, gehst, lässt ihn links liegen. Ja. Musst aber aufpassen, dass der nicht noch aggressiver wird. Ja, der war schon aggressiv. Du musst das so machen wie ich, indem man dich anguckt, sofort reinhören müsste. Ja, weil bei der zweiten Sache, wenn du dich umdrehst, ist nicht schlecht. Gehst der Konfrontation aus dem Weg,
dann ist es bei denen, weil die krank sind, für die noch aggressiver. Dann kann es passieren, dass er dir eine Latte über den Schädel kommt. Das ist dir ja schon mal passiert, oder? Verstehst du? Weil ja. Die dann noch, du ignorierst seine ja. Pose ja. Und du machst es noch schlimmer. Und hinterrücks überfällt er dich. Du machst es dann noch durchaus schlimmer. Ich hatte ja bis jetzt immer Glück in meinem Leben. Bis jetzt, wenn er irgendwelche Schwachmaten war, ich bin immer weggegangen, habe ich nicht provozieren lassen. Ich weiß noch einmal im Urlaub, war deine Mutter dabei, da war einer aus Amerika, so ein großer, dicker, 2-Meter-Hügel. In Amerika? Was? Wo? Malediven war das. Da war ich ja nicht dabei, ne? Ich glaube, da warst du sogar dabei, nö. Da warst du klein. Malediven war ich nicht. Doch, ja, du warst zweimal mit uns auf den Malediven. Ja. Zweimal war ich da. Als ja. Kind. Kann mich nicht dran erinnern. Ja. Ich war auch mal in Malediven, juhu. So. Als Kind. Er hat immer meine Frau angemacht, das Arschloch. 2 Meter Amerikaner. Also ein Pole. Mama, Anima. So. Okay? Immer zu. Dann habe ich jetzt gemacht, hat es mir irgendwann gereicht nach einer Woche. Bin ich an den Tisch, den Salz, den Pfefferstreuer aufgemacht. Ja? Die Hand voll reingenommen, weil du hältst den Mund zu festigen. Du sagst jetzt nichts. Bin rüber zu ihm, der Pfeffer in die Augen gestreut, dann war er blind und dann hat er eine reingekriegt. Nein, hast du nicht gemacht. Der war außer Gefecht durch den Pfeffer. Hast du das gehört? Dann hat ihn eine reingehauen. Hast du nicht gemacht. Du hast ich hätte keine Chance gegen den Baum gehabt. Aber der saß am Tisch, du ja. Hast ihm Pfeffer ins Auge ja. Und dann hast du ihn geschlagen. Obwohl er ja nicht gemacht hat. Aber er hat doch nicht gemacht. Warum hast du ihn nicht geschlagen? Der hätte die ganzen anderthalb Wochen, 2 Wochen Urlaub, einen Urlaub versorgt. Also du hast es vorher schon, hast ihn vorher erlegt. Und ja. Dann war er ein Krankenhaus oder was hast du gemacht? Theater, weiß ich nicht. Was? Der Hotelmanager und alles, war dann ausruhig. Der hat mich nicht mal angefasst. Der hat nichts gesagt. Keine Anzeige. Ist zurückgeschlagen, nichts. Hat er blau? Ich ihn umgebracht. Hat er blau? Das habe ich noch gesagt. Was? Ja, das habe ich gesagt. Dann hätte ich ihn umgebracht. Beim nächsten ich... Mal. Aber warte, du hast den. Ersoffen. Hat er ein blaues Auge gehabt? Ersoffen, so. Er ist gleich hinten mit dem Stuhl da hinten gefallen, in den Sand und dann habe ich aufgebissen. Und er hat für sich selbst eingesehen, dass er die Strafe verdient hat? Ja, der hat. Weil er deine Frau angemacht hat? Wir haben ja auch 2 solche Kollegen. Sag ich, Frank, wenn wir Bese das machen. Du bist schwer, dich umzufallen. Du bist ein Baum. Aber wenn du liegst, bist du tot. Sag ich mal, du kannst dein Gewicht so groß wie du bist, wie du hochkommst, bring ich dreimal auf deine Fresse. Ich habe ja so eine Erfahrung noch nicht gemacht, aber ich habe sie ganz oft gesehen, auch in Bulgarien mit den Securities, die haben ja auch, wenn da irgendeiner rumgehört, der innere Security, der kam an und BOOM! Hat ihn umgehört. Ein Schlag ins Gesicht. Anders. Ja, das war ein gezielter Treffer ins Gesicht und der Lager. Du hast ja keine Chance. Wenn du da wartest, dann bist du tot. Ich hätte aber Angst, dass mein Haus dann bricht oder so. Die tut weh. Das ist nicht meins. Jedenfalls, also der Typ hat jetzt übelst rumgebrüllt, ich den auch. Und ich war so kurz davor, dass ich jetzt hingehe und dem wirklich mal sage, du sollst mich in Ruhe lassen oder so. Aber das habe ich ja nicht gemacht. Es gibt. Aber ich war kurz davor, ich war so wütend. Und ich dachte, das ist eine Krankheit. Ich hatte richtig Hass gerade so in dem Moment. Ich habe mir gesagt, wie ist denn die Krankheit? Oh. Na, egoistischer Trip oder so was, Ego, Mane oder Aggressionsprobleme, Aggressionstherapie. Mhm. So was. Jetzt hat er gesagt, das ist ein bestimmter Ausdruck. Hat zu mir gesagt. Und das Schlimme ist, wenn du die ignorierst, wird es bei dem noch schlimmer. Aber ich frage mich denn, warum denn so ein fremder Typ mir so wichtig ist. Eigentlich ist doch völlig egal, oder? Das ist krank. Bei mir? Nein, bei dem Problem, wo es mit Alkohol mal, wie ich vielleicht mal mit Alkohol. Aber eigentlich müsste mir doch völlig Lappe sein. Ich kenne ihn doch gar nicht. Das ist krank. Aber er provoziert mich und ich würde ihn am liebsten töten. Das ist krank. Keine Ahnung, aber ich müsste mich auch ein bisschen beruhigen, oder? Jetzt weiß ich, wie der mir aussieht. Feindbild. Feindbild. Feindbild, hat sie zu mir gesagt. Ein Feindbild? Ja. Er läuft rum und bei ihm ist jeder ein Feindbild. Ein Feindbild? Jeder ist ein Feind. Der Polizist, der Security, das Mädchen, die Frau. Alle Feinde? Alle Feinde. Also eine richtig Psychomarke, Feindbild. Feindbild. Okay. Nie gehört. Okay, danke bei für den Feindbild. Aber in der Regel sollte man eher ruhig bleiben und weggehen, oder? Nicht betrügeln. Ja, ist besser, oder? Entweder erst gleich die Faust rein. Das war ja ein kleiner, der hätte ja nicht mich angreifen können. Aber wenn jetzt zum Beispiel jetzt 2, 3 Typen gewesen wären, dann wären die vielleicht auf mich losgegangen. Zu dritt hätte er sich getraut. Alleine drückt nicht. Was macht ihr jetzt? Nicht? Achso, ich wollte die Flyer geben. Mal kurz Cut hier. Jetzt ein paar Flyer hier bei meinem kleinen Super Angel Freund darüber abgeben. Ich nenne jetzt mal nicht seinen Namen, aber da ein bisschen nochmal erklärt, worum es geht. Und jetzt wollte ich eigentlich mal einen Flyer bei hier oben meinen Freund abgeben, der den Film dreht, aber. Das habe ich nicht mehr. Ich kann mir doch hier. Aber ja, ernsthaft, ich bin schon mal völlig überdreht. Also,
Ich gucke jetzt mal, wie ich das am besten zusammenschneide. Eben habe ich mit meinem Vater kurz getroffen. Ich will eigentlich auch nicht seinen Namen, weil er will eigentlich auch nicht. Das wird immer ständig im Internet sein. Aber ich war jetzt halt eben bei meinem Vater, ich habe ihn abgeholt. Und wir haben ein ernstes Thema miteinander besprochen. Vielleicht schneide ich es jetzt eben mit drin. Ich hatte eine Frage an meinen Vater. Weil jetzt weil ich in meinem Leben halt ganz oft schon, sag mal, schwierige Situationen hatte. Vor allen Dingen mit ekelhaften Männern, die mit mir kämpfen wollten. Und mein Vater ist ja dann so ein bisschen sehr härter, der hat sehr krasse Sachen in seinem Leben erlebt und Schlägereien und so. Ist auch ein bisschen älter als ich, ist ja klar. Und da wollte ich mal fragen, wie er das sieht. Und er hat dann lange auch sein Statement dazu gegeben und ich finde es immer so schwierig so. Schwierig, wenn Menschen Konflikte haben, diese Gewalt. Gott sei Dank ist es ja heutzutage nicht mehr so schlimm, es ist nicht mehr ganz so viel Gewalt wie früher ist, aber trotzdem beschäftigt mich ja sowas. Weil ich auch ganz oft erlebe, heute war wie gesagt so ein Typ da am Friedenau, der beinahe mit mir kämpfen wollte und ich bin dann nochmal so, bin mir unsicher, da richtig zu reagieren. Ja, weil einerseits willst du ja auch stark sein und männlich und dir nichts gefallen lassen und andererseits willst du auch keine Gewalt erleben. Deswegen ist das da, ich hol mir da gerne mal ein bisschen Rat. So, was war noch? Ich wollte was anderes erzählen. Zum Abschluss jetzt noch. Und zwar, aber ein Thema war mir noch wichtig. Thema Respektlosigkeit. Das müssen wir noch machen, bevor wir jetzt hier der Tag zu Ende geht. Respektlosigkeit. Weil heute war, hat mich sehr gefreut. Ich habe heute die erste Druckerei wirklich gefunden, die sich wirklich mal, ja nicht im wirklichen Prinzip zeigen, aber die erste Druckerei, wo ein Mitarbeiter zu mir respektvoll war und freundlich. Und das war in dem Sinne so respektvoll, dass er einfach ganz später gesagt hat. Ich kam rein in den Laden, ich hatte nicht viel Zeit, ich war in Eile, weil ich noch einen Termin hatte. Habe gefragt, könnt ihr mir bitte Flyer drucken? Als normal. Habe ihm schnell 10 Euro hingelegt, hat mir sofort eine Quittung gegeben. Und ich habe ihm dann in Ruhe später eine E-Mail geschickt mit den Daten. Das reicht. Und die waren ganz nett und freundlich und ich glaube, da bleibe ich jetzt bei dieser Druckerei. Weil Thema Respektlosigkeit wollte ich kurz dazu sagen. Weil wird mir auch mal ganz oft vorgeworfen und auch, weiß nicht, in meinen Gedanken wurde das mal so gesagt, dass ich ganz oft in meinem Leben auch anderen Menschen gegenüber immer wieder respektlos bin. Das ist der Hund. Der Hund ist. Und das stimmt doch wirklich. Ich bin leider oftmals, vor allen Dingen auch fremden Menschen gegenüber, respektlos. Bin ich einfach so, weil ich bin hier in Berlin und so. Und hab mir das so angewöhnt, dass wenn. Vor allen Dingen, wenn die Menschen also zu mir respektlos sind, so fremde Menschen, die kennen mich nicht, das ist so in Berlin hier ganz oft. Es sind fremde Menschen, die dich ein paar Sekunden nochmal gesehen haben und beleidigen dich dann zum Beispiel so als Lappen oder als Mücke. Ja, haben ja andere schon mal öfters, also beleidigen dich einfach so, wo du dann ganz ruhig bleiben musst, dass es nicht zu einer Schlägerei oder so ausartet. Weil wenn du jeden Menschen, der in Berlin zu dir respektlos ist, jedes Mal schlagen würdest, dann würdest du sofort im Gefängnis landen. Darfst du das, also musst du Ruhe bewahren. So. Und ich habe mich da jedenfalls heute darüber gefreut. Warum? Weil ich war wirklich in Berlin in ganz vielen Druckereien, auch bei Pinguindruck und bei Flyer Alarm. Ich habe bei Flyer Alarm mir über eine Stunde Zeit genommen. Ich war extra Friedrichstraße, da habe ich schön angezogen, habe einen Termin gemacht. Eine Stunde habe ich da so einer Frau von meinem Plan, meiner Idee mit Changer erzählt, dass ich schon seit 5 Jahren mache. Ich habe mir eine Stunde, die hat mir sogar zugehört, die Frau auf dem Flyer Alarm. Ohne Geld, ich habe da ein Getränk umsonst bekommen bei Flyer Alarm. Und diese Frau, die da arbeitet oder so bei Flyer Alarm, ich will jetzt nicht ihren Namen sagen oder so, aber als ich ihr dann aus ganzem Herzen meine ganze Geschichte erzählt habe von Changer, weil ich da alles erlebt habe, mit Schlägereien, die Mühe gegeben habe. Ihre Worte waren wirklich ernsthaft von dieser Frau zu mir. Das hat ja bisher toll geklappt oder so. Das hat sie zu mir gesagt, nach einer Stunde oder so Gespräch hat sie zu mir gesagt, das hat ja bisher toll geklappt. Also eine respektlose Aussage von einem fremden Menschen mir gegenüber, der mich gerade kennengelernt hat, war sie also der Meinung, dass ich mit Change You versagt habe. Dass es nicht springt oder was, oder dass es bis jetzt nicht gebracht hat, keinen finanziellen Gewinn. Vielleicht war es ja so, er hat vielleicht recht, bis jetzt hat es eben noch keinen finanziellen Gewinn gebracht. Trotzdem habe ich mich in diesem Moment von dieser Frau, fand ich respektlos. Und ich finde es allgemein bescheuert von den Menschen,
dass sie Erfolg oder Ansehen oder Ruhm oder Reichtum oder Macht immer nur oder fast ausschließlich nur mit Geld verbinden. Die Menschen haben in der Regel meistens immer nur Respekt vor einem Menschen, wenn er Geld hat. Wenn zum Beispiel ein Mensch ein reines Herz hat und lieb ist und viel Spaß und Glück in seiner Leben hat, aber zum Beispiel pleite ist, haben sie meistens keinen Respekt vor diesem Menschen. Sie beachten ihn nicht mal, weil er gar kein Geld hat. So sind viele Menschen, leider. Und das finde ich schade. Das habe ich in ganz vielen Gesprächen schon mit Menschen erlebt, dass sie mit dir nicht mal reden, nicht mal Kontakt aufnehmen, wenn die anderen Menschen sehen oder fühlen oder merken, dass du pleite bist. Dann wollen sie mit dir nichts zu tun haben. Wenn du aber Erfolg hast, berühmt bist und jetzt viel Geld auf dem Konto hast, dann kommen sie in Scharen. Dann wollen sie alle mit dir Kontakt haben. Und das mag ich nicht an den Menschen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vor solchen Menschen, die mir merken, habe ich dann in der Regel keinen Respekt. Und dann sagt mir in der Bibel, steht ja auch mal, ich bin ja gläubig Christ, dass man das nicht machen sollte. Man sollte vor jedem Wesen, ja, auch wenn es eine kleine Mücke ist oder eine Biene, Respekt haben. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Gott, tut mir leid, fällt mir schwer. Also mir fällt es schwer, ihr habt es ruhig verstanden, oder? Was ich meine. Da muss ich auch dran arbeiten. Dass wenn jetzt zum Beispiel ein fremder Mensch ist, er ist zu mir respektlos, dass das mir egal ist. Dass es mir gleichgültig ist. Dass ich mehr lerne, dass ich nur mich mit Menschen beschäftige, die überhaupt wichtig sind. Freunde zum Beispiel, Familie. Und selbst bei denen ist es eigentlich unreal. Wenn die halt respektlos sind, ist es doch eigentlich scheißegal. Wichtig ist doch, dass ich mit meinem Leben glücklich bin, oder? Was die anderen über mich denken, ist im Prinzip scheißegal. Würde ich jetzt mal so sagen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ich konnte mich jetzt gut ausdrücken. Und genau, die kleine Druckerei hier bei mir in der Feuerwachstraße. Ich hoffe, dass das bleibt, dass die da auch in Zukunft ganz viel drucken und so. Und mehr war, glaube ich, jetzt nicht. Jetzt gehe ich nach Hause, lade mein Handy und schneide alles zusammen. Jetzt haben wir 16:25. Machen wir heute noch. Es ist noch ein Dunkel. Jetzt will ich noch ein paar Flyer verteilen. Okay, ich habe euch die. Tschüss. Hier sage ich doch noch, bevor ich jetzt die Beine stecke. Mal 4 Minuten. Bevor ich es vergesse, das will ich noch kurz euch sagen. Der nette Mann da von der Druckerei hat zu mir gesagt, als er den Flyer ausgedruckt hat, 400 Stück für 10 Euro, war super, super Angebot, dass, als er den Flyer gesehen hat, das erste, was er gedacht hat, ist, das mag ich auch. Die Idee klaue ich. Hat er ganz nett zu mir gesagt, freundlich so, dass er die Idee gut findet. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dann auch vom Gespräch, dass ich schon seit ich die Idee hatte, mit den Change Your Day, von Anfang an, schon jetzt, weiß ich, 5 Jahre, 2 Jahre oder wie lange wir schon sowas machen, mit Charity-Partys und so, hatte ich von Anfang an die Angst, dass mir jemand diese Idee klaut. Weil das ist ja, finde ich mal ein ganz schlimmes Problem in unserer heutigen Zeit. Wenn irgendjemand eine geile Idee hat, Money zu machen, Kasse zu machen, wird diese Idee sofort kopiert und geklaut. Überall. Du kannst das ja auch nicht verhindern. Das ist immer freie Marktwirtschaft. Weil die Menschen sind halt so bescheuert, dass sie sich, anstatt gemeinsam irgendwie Kasse zu machen, kriegen sie sich lieber. Ja, so passiert halt, Konkurrenzkampf. Alle wollen Kasse machen. Und deswegen habe ich ihm noch eine E-Mail zurückgeschickt, dass er, mit der Bitte, dass er meine Idee nicht klaut, sondern dass wir eine Zusammenkasse machen. Und die bitte auch für alle anderen. Als Beispiel habe ich auch noch diesen Facebook-Film mir ganz oft angesehen. Vor allem die Anfangsszene, wo man sieht, wo angeblich diese Wiggelwurst-Zwinglinge geklaut werden von Mark Zuckerberg. Ich habe diesen Facebook-Film wirklich ganz oft mir angesehen, weil ich ja so ein Facebook-Fan bin. Und ich möchte sowas nicht erleben wie die Wiggelwurst-Zwillinge. Die hatten anscheinend laut dem Film die geniale Idee mit Facebook. Bede. Sie beauftragen Mark Zuckerberg, nur die Seite zu machen, zu programmieren. Und Mark Zuckerberg klaut die Idee und macht die Seite selber. Ja? So ist zumindest bei Facebook-Filmen die Geschichte. Und Mark Zuckerberg hat natürlich gesagt, stimmt nicht. Würde ich auch sagen. Stimmt nicht, Lüge. Und man weiß es nicht genau.
Ja, Aussage gegen Aussage. Aber ich möchte sowas nicht erleben. Das Change-Projekt habe ich und Patrick erfunden. Ich und Patrick. Ja, Patrick genannt. Und haben sie gegründet und weiß ich nicht. Diese Idee von der Party kam von mir. The Change Day. Alle können gerne mitmachen. Aber ich bitte euch wirklich, wenn wir denn, dass wir das gemeinsam machen. Machen wir alle zusammen Kasten. Dass nicht irgendeine riesen Milliardenfirma kommt, wie meine Idee kommt. Dann würde ich ganz doll traurig sein und ausrasten. Also bis dann. Ja, schönen Show.